Ah, okay. So, hallo, guten Morgen. Also, Sie sind ja ganz neu hier in Schweinfurt jetzt. Und da wollte ich mal fragen, wie finden Sie denn unsere Mannschaft, unsere Schnüdel? Ja, ist jetzt ganz angenehm, ne? Also, ich habe nicht so viel gesehen vom Training, aber ich verfolge die Mannschaft ja schon ein bisschen länger. Und von daher ist da eine Menge Potenzial in der Mannschaft und im Verein. Und das gilt es jetzt rauszukitzeln. Haben Sie schon was von Schweinfurt gesehen? Ein bisschen was. Ich habe viel zu tun gehabt bis jetzt, aber dadurch, dass die neue Geschäftsstelle in die Innenstadt kommt, habe ich schon ein bisschen von der Innenstadt gesehen. Ja, Stadion kenne ich natürlich und die Autobahnstrecke. Was sind Ihre Ziele für die Schnüdel, also Ihre Zukunftsziele? Ja, jetzt gibt es erstmal die Rückrunde positiv zu gestalten. Positiv heißt in dem Sinne, möglichst viele Spiele gewinnen. Was nicht machbar ist, weiß jeder, dass man nicht unbedingt alles gewinnen kann oder vermeintlich nicht alles gewinnen kann. Aber wir arbeiten dran. Noch eine richtig gute Rückrunde zu spielen, um den beiden Mannschaften da oben das Leben so schwer wie möglich zu machen. Gibt es denn Änderungswünsche, was so die Mannschaft anbetrifft oder irgendwas in der Richtung? Ja, Wünsche, aber Ribéry ist gerade verletzt, also ich weiß nicht, ob ich den kriege, aber Wünsche sind immer da, aber ob die sich umsetzen lassen, das muss ich erstmal abklären. Jetzt sind wir erstmal gut aufgestellt mit der Mannschaft, denke ich, und jetzt fangen wir erstmal an zu trainieren heute und der Rest wird sich zeigen. Was wird das nächste schwere Spiel sein? Das nächste schwere Spiel wird wahrscheinlich der FC Augsburg sein, mit dem Rückrundenstart oder mit dem Start ins neue Jahr. Vorher gibt es natürlich die Vorbereitungsspiele positiv zu gestalten. Da sind auch einige namhafte Mannschaften dabei, aber ich denke, der erste richtige Gradmesser wird natürlich dann das erste Spiel im neuen Jahr gegen FC Augsburg sein. Also gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, so viel Erfolg dabei. Dankeschön. Bei den Schnüdeln hier. Dankeschön. So, ich verabschiede mich jetzt aus dem Sackstadion und habe ja Bilder gesehen vom Training der Schnüdel und ich hoffe, es hat euch der Film gefallen und ja. Also gut.